Rund 15'000 Fasnachtsverrückte haben sich diesen Moment übrigens nicht entgehen lassen. Nach dem Urknall sind dann die einen Fasnachtler nur mal kurz heimgegangen, anliegen. Die anderen sind gerade in der Stadt geblieben, weil am Nachmittag hat es den traditionellen Fritschi-Umzug gegeben. Impressionen von diesem Umzug gibt es von Alejandro Jiménez und Mara Schwab. Wie hat dir bis jetzt der Umzug gefallen hier in Luzern? Sehr gut. Ja, mir hat er auch ganz gut gefallen. Vor allem wegen diesen Masken. Das muss man einfach erlebt haben. Ich kann das nicht beschreiben. Es ist einfach etwas, was sonst nicht gibt. Eine super Stimmung der Leute. Und, ich denke, das Wetter spielt auch noch gut mit, dass es noch nicht schneit. Aber wir sind erst später reingekommen, aber wir sind schon total im Fieber. Drin, ja. Ich glaube, jeder zunfte Jahrgang sagt immer, unser Rösalli-Wagen, das ist der schönste, der je gelaufen ist. Wie fühlt es sich an als Fritschi-Vater von diesem Jahr? Gut, das ist ein total spezielles Gefühl, es ist lässig. Und mich tut es sehr viele Leute an, es ist eine gute Stimmung. Es ist zum Glück das Wetter drauf da, es ist gut. Auf was freust du dich am meisten heute? Ja gut, jetzt werden wir mal den Umzug abwarten, schauen, was da für spannende Nummern kommen, was für lässige Sujets kommen, gute Musik hoffentlich. Nachher haben wir sicher eine tolle Party am Abend im Schweizerhof. Titanic ist gestorben, gesunken. Darf ich fragen, warum Sie nicht ganz verkleidet sind? Jo, ich bin 72 und ich bin das Leben lang fast nachgegangen. Aber einmal muss halt schon ein bisschen zurückstecken. Was ist denn das Schönste an der Luzerner Fasnacht? Du? Guck, das Tolle heisst du. Seit wann heissen die Tele 1, du? Ja, schon fast 2 Jahre. Du kannst auf dem Kanal 4, auch. Bei mir können die auch vorbeikommen, kannst du auf dem 4, gell? Aber es hat sich so ergeben, gell? Aber es kommt alles gut. Schöne Fasnacht, tschüss zusammen!